Jetzt habe ich noch was von meiner Paste übrig. Da habe ich ja gerade das große Bild mit gespachtelt. Schau mal. So, und jetzt gebe ich das hier einfach noch auf meine kleine Leinwand drauf. Ich habe irgendwie noch so Lust zu spachteln. Und das andere trocknet gerade. Und dann kann ich das jetzt hier auch noch mal bespachteln. Und dann kann das nämlich auch wieder trocknen. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, finde ich, bei den Spachtelarbeiten, dass man dann doch immer wieder zwischendurch warten muss. Aber das finde ich schön jetzt hier. Ist noch mal ein bisschen anders als eben. Also trotzdem zu schnell angerührt. Die hätte noch ein bisschen quellen müssen. Jetzt habe ich noch die Krümel hier drin. Aber die kann ich auch wieder glatt ziehen und stören tun sie mich auch nicht. Also ich experimentiere jetzt einfach und es macht total viel Spaß. Ja, du siehst hier ganz schön, dass die Masse noch so ein bisschen läuft sogar. Und da habe ich diese kleinen Kleckse, aber ich habe eben auch diese Ränder. Und der Spachtel selber, der gibt ja schon eine Form vor. Und die kann ich jetzt nutzen. Also die Größe des Spachtels nutze ich. Oder auch ich kann es wieder so glatt ziehen. Also ich kann jetzt so ein Relief mehr erstellen. Und aber auch ganz plan und eben damit arbeiten. Ja, jetzt zieht so langsam die Masse an. Und jetzt habe ich auch schon ganz schön lange damit rumgespielt. Und es ist einfach eine Form entstanden, die ich ganz schön finde. Also es inspiriert mich auch gleich. Jetzt wische ich auf jeden Fall den Spachtel nochmal sauber. Nimm da einfach ein Tuch. Nicht in den Ausguss, sondern einfach mit dem Tuch kurz abwischen. So, jetzt schau mal. Jetzt kannst du auch toll hier die ganzen kleinen Linien sehen. Und tolle Formen sind da jetzt entstanden. Also auch nur so in diesen Farben finde ich es ja schon toll. Jetzt eigentlich was Buntes dann daraus machen. Das war so im Hinterkopf, aber ich weiß gar nicht, mir gefällt das so gut. Diese natürlichen Farbtöne, ist natürlich schwierig. Auf jeden Fall jetzt ruhig trocknen lassen, nicht föhnen. Und dann mal gucken, was ich dann daraus mache. Ja, jetzt steht das Bild schon ganz schön lange. Es ist total trocken und ich überlege schon seit Tagen, was ich damit mache. Denn mir gefällt das halt so ganz gut. Es fühlt sich auch gut an, finde ich. Und hier diese Farbtöne mag ich auch. So passt es bei mir überhaupt nicht, aber vielleicht bei dir. Also vielleicht kannst du es auch einfach schon so lassen. Ich will jetzt einfach noch weiter dann drauf. Ich färbe das jetzt erstmal ein bisschen mit Weiß ein. Macht auch schon wieder viel Spaß gerade. Das ist auch schön, wie die Farbe jetzt so weiterläuft, finde ich. Also wenn du dir das jetzt so anguckst hier, wie die Farbe so in das Nasse hineinläuft, das finde ich ganz schön. Und jetzt kann ich eben auch die Farbe schön über die Fläche ja mal verteilen, mal gucken, wie ich das einfärben kann hier so leicht. Also ich mag so die natürlichen Farben. Ja, deswegen will ich da gar nicht so viel Farbe raufgeben. Ich habe mir nur so ein paar Brauntöne hingestellt oder ein Schwarz auch noch. Er sieht zuerst immer dunkel aus. Aber jetzt sehe ich schon, dass er heller wird, wenn man ihn dünner verstreicht und dann noch auf dem Weiß. Also es ergibt nochmal einen anderen Farbton. Das macht richtig Spaß. Du kannst jetzt natürlich auch warten, bis das wieder trocken ist und dann nochmal eine Farbe drauf geben. Aber ich mache jetzt Schwarz drauf.
mische ich das hier erstmal und dann verteile ich das ein bisschen weiter. Sonst ist mir das Schwarz auch zu kräftig, aber hier kann sich das gut mit den anderen Farbtönen verbinden. Jetzt erhalte ich noch weitere Nuancen wieder in diesen Farbtönen. Ja, klar. Ein paar Punkte natürlich zu den Linien. So lasse ich das jetzt erstmal. Das war toll, aber ich lasse so. Ja, das war doch noch ein schöner Moment, jetzt das mit der Paste zu bemalen. Und ich finde, diese flüssige Farbe eignet sich da sehr gut zu. Also man kann ja so unterschiedlich mit der flüssigen Farbe dann arbeiten. Also die Struktur richtig betonen oder hier nochmal ein neues Element reinbringen. Und ja, so kannst du eben auch ganz unterschiedlich mit der Paste und mit der Farbe arbeiten. Also hier nochmal ein anderes Beispiel sozusagen. Und das waren alle Schritte total schön und meditativ. Die Strukturpaste kannst du eben selber herstellen und dann kannst du dort eben auch diesen Grad der Festigkeit bestimmen. Und wie du heute gesehen hast, war die Paste gar nicht so fest und trotzdem hatte ich einen schönen Aufbau. Also guck auch nochmal in das Video rein, wie ich die Paste selber herstelle. Und ansonsten habe ich im Buch natürlich auch was zu Strukturen geschrieben. So ein bisschen modellieren und abschalten. Und dafür eignet sich eben diese Paste sehr gut. Denn es war einfach nur noch so ein Rest und eine kleine Leinwand. Und da kannst du einfach tolle Sachen eben auch draus machen. Auch noch kleinere Bilderrahmen eignen sich dafür. Also viel Spaß beim Tun, viel Spaß beim Malen. Dankeschön fürs Zuschauen, danke für dein Abo, danke für dein Like, vielen, vielen Dank dafür und danke für deinen lieben Kommentar. Mach's gut, hab einen schönen Sonntag. Tschüss!